Oh mein Gott, seht ihr das? Was? Oh, da unten lebt er noch. Ich dachte kurz, Leute, er wäre tot. What? What? Was war das? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es immer eine Runde Bad Wars auf Hypixel. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze hier funktioniert. Ich habe hier anscheinend zwei Kisten und zwei Shops. Einmal Solo-Upgrades und einmal Shop. Und hier kriege ich meine Ressourcen. Des Weiteren habe ich gar keine Ahnung, wie das hier alles läuft. Ich glaube, ich habe hier meine... Ja, genau, hier meine Blöcke. Aber wie was kosten? Hä? Hä? Wie kriege ich Blöcke? Hä? Ah, Leute. Ich würde mal sagen, Leute, wir bauen uns instant hier lang. Ich glaube, ich habe nicht den perfekten Ping. Also könnte ich auch runterglitschen, das kann auch sein. Leute, für die, die es nicht wissen, Hypixel ist ein englischer Server, beziehungsweise ich glaube sogar amerikanischer Server, auf dem Deutsche meistens nicht so einen geilen Ping haben. Aber ich habe es mal mir so gedacht, ja, testet mal das Bad Wars hier auf einem anderssprachigen Server. Das Ganze habe ich mir von Minimi-Checker abgeguckt, also auch er in der Videobeschreibung verlinkt und in der Infokarte. Könnt ihr mal abchecken. Danke, an der Stelle mal. Ja, Leute, ich höre mich sehr, sehr krank an und ich glaube, man versteht auch nur die Hälfte von dem, was ich wirklich sage. Liegt auch eigentlich nur daran, dass ich wirklich eine volle Nase habe, Leute. Aber ich möchte natürlich keine Videos irgendwie auslassen, nur weil ich krank bin. Schafft man den Jump? Nee, man schafft ihn nicht. Als ob man hier so Respawn-Zeit hat, wo man warten muss. Lol. Lol. Okay, also ich gehe hier mal mit Rush Equip simpel drauf. Und Leute, was mir aufgefallen ist direkt, das wird nicht in Farben angegeben, sondern in so Buchstaben an der Seite am Scoreboard. Das ist ein bisschen anders. Und die Blöcke sind Wolle. Bedeutet angepasst der Farbe nach Team halt, also welche Teamfarbe man eben hat. So, das kriegen wir auf das Bett. Man kann hier übrigens auch mit soliden Blöcken abbauen und muss nicht immer mit irgendwelchen komischen Endsteinblöcken einbauen oder so. Auf jeden Fall haben wir den ersten Kill schon und das ist ziemlich cool gemacht eigentlich, dass man hier so ein Schwert hat. So Leute, anscheinend ist das hier genauso ähnlich aufgebaut wie auf Revi, dass man eben so eine Mitte hat mit anderen Ressourcen. Ich glaube, wir bauen uns mal eben zu einer Mitte und gucken, was da so abgeht. Ich glaube, also hier gibt es Smaragde, die spawnen aber wahrscheinlich wie Gold. Einmal alle halbe Minute, glaube ich. Wird auf jeden Fall Sinn ergeben, wie es aufgebaut ist. Was ich echt geil finde, Leute, wie eben schon erwähnt, ist es eben, dass man so mit Tools spawnt. Bedeutet, man muss sich nicht immer neu equippen. Und Leute, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut am Bad Wars hier auf dem Hypixel-Server. Alles klar. Okay, Leute, man muss hier für 2 Gold 8 Pfeile kaufen. Sonst kann man nicht mit dem Bogen spielen, aber ich finde das gar nicht mal so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Man kann hier sich hier so einen Bogen holen, aber aus der Base, was jetzt auf deutschen Servern wie Revi und Gömmer wahrscheinlich heftigst gehatet wird, wird vielleicht nicht auf Hypixel gehatet. Kann ja alles sein. Ich glaube, die Leute sehen das da als normales Kampfmittel an. Was ich auch ganz cool finde, glaube ich. Ist ja so ähnlich wie mit den Eiern und den Schneebällen bei uns in Skywars. Ich denke mal, da gibt es nicht viel der Unterschied. Ich möchte hier nochmal kurz die Zeit nutzen, um euch Danke zu sagen, dass ihr so aktiv auf dem teamspeakstein.eu seid. Also wenn ihr auch mit mir reden wollt, beziehungsweise mit Z-Hype, Betzgeffner, Lote, Games 3 Viertel, Black Eagle-Effner, ja, irgendwen, generell viele YouTuber, dann geht auf stein.eu. Das ist ein cooler Community-Teamspeak von Z-Hype, Betzgeffner und mir, beziehungsweise eigentlich Z-Hype und Betzgeffner, Z-Hype und mir, so rum. Betzgeffner ist dort Community Admin, nur es wird oft mit ihm assoziiert und er hat jetzt Respawn Time gehabt. Lol, man kann ihn wahrscheinlich. Was? Der hat Spawn Protection, glaube ich, gehabt. Wir haben ihn aber auch und damit ist er auch tot, sein Bett ist weg. Oh, da unten lebt er noch. Ich dachte kurz, Leute, er wäre tot. So, und da ist er auch down. What? What? Was war das? Leute, wir haben uns einfach ein Dia-Schwert im Bad Wars geholt. Leute, ich glaube, man kann hier sehr, sehr gut trollen, Leute. Leute, ich habe eine brillante Idee, Leute. Und zwar machen wir das jetzt so. Ja, wir holen uns gleich mal den Trank Intus. Oh, das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Den müssen wir mal töten, bevor der uns hier noch abschießt. Komm. Boah, der musste mal losern jetzt. Achso, im Chat steht's, wie viel Herzen er noch hat. Lol, okay, nice. Leute, dann machen wir es jetzt so. Ja, wir bauen uns jetzt weiter. Ich bin hier ganz, ganz vorsichtig beim Bauen. Aber wir machen es jetzt so. Wir gehen nicht direkt drauf, sondern
Wir holen uns jetzt die Invisibility. Fighten ihn jetzt. Unser Dia-Schwert wird ihn eh schon erledigen. Und jetzt sind wir auch unsichtbar. Weiß zwar nicht, was es bringen soll, wenn man keine Rüstung hat. Aber wir können sie auch nicht ausziehen. Komischerweise. Ich weiß selber nicht. Aber wir sind unsichtbar für ihn. Ich weiß nicht, inwiefern wir unsichtbar sind. Ob nur unsere Rüstung sichtbar ist oder ob gar nichts sichtbar ist. Auf jeden Fall müssen wir hier das Holz abbauen. Die Wolle. Und dann haben wir auch sein Bett. Da müssen wir nur noch attackieren. Und der andere will abstauben, sehe ich hier gerade. Deswegen schießen wir ihn ab. Und jetzt müssen wir weitergehen, bevor wir hier noch einen Spielnachteil bekommen. Und Leute, wir haben uns gerade so schnell gestackt. Oh mein Gott, seht ihr das? Was? No, was? Hä? Okay, wir haben verloren. Unser Bett war weg. Wir wurden runtergepackt. Okay, Leute, damit würde ich einfach trotzdem sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. To help our souls tonight, it's on me, it's on you, it's on you.